So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und Marin hat mich jetzt wieder angegriffen. Mit einer frischen Söldnerarmee. Aber ich will es trotzdem versuchen, also. Also die Stadt könnte es sogar hergeben, dass ich gewinne. Je nachdem, wie er natürlich. Okay, die Stadt gibt es überhaupt nicht her. Ja, wobei, wenn ich hier oben stehe. Tja. Kampfgruppen erwarten Befehle. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. So. Nahkampfinfanterie bereit. Mob! Verstanden. Hier will der gar nicht hin. Naja, okay. Ja, so irgendwie. Das wird schon passen. Hier, die da müssen halt sehr, sehr viel schönen Schaden machen. Und wehe, die kommen von hier. Gut, danke. Nein. Unser General wird angegriffen. Nein. Was macht ihr denn? Geschosse bereit zum Einsatz. Greift an, Söhne des Ares. Bogenschützen. Möge Hades eure Befehle Feinde holen. Okay, der macht das sehr gut. Ja. Die Männer wanken. Nur, also es kommt sehr häufig vor, dass unsere Männer fliehen vor der Schlacht. mit den Das ist entsetzlich. Fernkampfeinheiten ja, chargen. Weil ich glaube, mit den Kamelen ist es nicht häufig der Fall sogar. Also mit der Plänkler-Kavallerie ist es, glaube ich, häufiger. Also kommt mir gerade so vor. Tja, dann muss ich die halt nochmal zurückerobern, aber hier sind ja zwei ganz nette Armeen, die das sicher sehr gerne übernehmen. So, hier unten ist auch was. Das. Good boy. Okay. Das könnte ich locker gewinnen. Vor allem mit der Flotte hier. Das sind ja lauter Fernkämpfer. Aber ich mach's nicht, weil wenn ich's machen würde, dann würde er, so würde die Armee sich zurückziehen. Und jetzt ist sie da drin. Und das heißt, sie kann nicht mehr fliehen. Das heißt, ich kann mit der rechten Armee, also die da gerade war, kann ich easy peasy sie komplett vernichten. Und das ist gerade mehr wert. Genau, das kann ich auch nicht verteidigen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann am Schluss aussieht, weil ich habe vor, den ganzen Fortschritt hier am Schluss, also die Map quasi jedes Jahr zu zeigen. Und also ich habe nicht jedes Jahr bekommen. Also ich weiß nicht, ob es da eine Mod gibt oder so. Oder irgend so ein Programm, der dann hier das zeigt, wie man aufdeckt und so weiter. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die ganzen Let's Plays durchgeschaut habe.
ich mache wieder Synkretismus, die ganzen Displays durchgeschaut habe und jedes Mal, wenn ich die Map aufgemacht habe, habe ich dann eben Foto gemacht, also Screenshot. Und ja, am Schluss mache ich es ja immer so, dass ich die Armeen wertschätze. Also ich zeige ja jede Armee, also zum Beispiel jetzt zum Rand der Welt, wie viele Schlachten sie geschlagen hat und wie viele sie verloren hat und so weiter. Wie viele Generäle, blablub. Und das ist schon jedes Mal super interessant, wenn man, also für mich ist es super interessant, das halt zu sehen, wie die jetzt, ja, wie lange die überhaupt schon in im Militärdienst sind. Genau, auf jeden Fall, das ist der Grund. Also, jetzt habe ich sie komplett vernichtet. Nein, nicht blind. Oh Gott. Ja, egal. Ah, das war nicht so gut, aber... Naja. Auch nicht so schlimm. So, dann kommst du mal her und ja, holst mal die Stadt zurück. So, Fraktion vernichtet, endlich. Wow. Das hat lange gedauert. Gut, aber sie ist befriedet. Das Blöde ist ja, aber ist nicht mehr ganz so friedlich drauf wie sonst, glaube ich, würde ich mal meinen. Weil die ja ja, weil die ein bisschen Stress suchen gerade und den Nicht-Angriffspakt gebraucht haben. Naja, dann 89, das reicht mir. So. Dann mache ich das da, das mache ich weg, das mache ich hin, das mache ich weg. So, drei Runden, bis sie kapituliert. So, nächste Runde würde ich sagen, sind die weg. So, die sollten jetzt fliehen. So, und du bist eine Kavallerie-Armee. Du kannst die ja wieder einnehmen. So, dann, ja, Tempel brauche ich hier nicht, wieder ein bisschen Nahrung. Level up ist immer gut. Ja, machen wir mal Religion, Geheimaktion, Korruption. Wie alt bist du? 47, dann bekommst du das nicht mit den Kindern. Gut, dann Spanien. Dann geht die linke Faust weiter. Der Stolz nimmt hier das ein. Ich muss mich, glaube ich, verbessern. Weil, also es ist 24 vor Christus. Und jetzt haben wir eigentlich keine Probleme mehr. Also, ja, hier ist eine große Armee von mir. Hier ist eine große, hier ist eine mittlere. Hier sind zwei. Drei. Also nächste Runde werde ich Spanien eingenommen haben. Das wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube 15 vor Christus sind wir fertig. Ich würde dann, ja, mal schauen, vielleicht passiert noch irgendwas Lustiges. Mal schauen.
Napazik. Ja, okay, dann belagere ich nochmal und dann nächste Runde werde ich angreifen. Dich habe ich ja diese Runde so erobert, okay. Du kommst dahin. Du wirst aufgelöst. Du gehst mal dahin. Und dann Runde beenden. Warte, vielleicht habe ich hier was vergessen. Die Kinder des Zeus. Ach, das ist mein Typ. Kinder des Zeus ist mein Typ. Da muss ich ihn definitiv umbenennen, damit ich auch weiß, dass es mein Typ ist. Hier. Moral für ungepanzerte Einheiten sind auch gut. Warte, also wir haben die 10.000. Wir haben eine linke Faust. Alexanders Stolz, die Rache. Alexanders Vermächtnis zum Rand der Welt. Ares Terror. Das ist auch eine Fullstack-Armee, die ich eigentlich umbenennen sollte. Zerstörer der Ennio ist keine Armee. Die Söhne Ares ist auch keine mehr. Rechte Faust. Alexanders Fuß. Darius Untergang, Verteidiger Pellas. Alexanders Fuß, Nio. Speer. Alexanders Speer. Sehr schön. Dann. Warte. Alexander Speer. Ares Terror. Was für ein schrecklicher Name. Die Vorhut. Okay. Gut. Dann weiter geht's. Achso. Ist noch mal. Sind nur noch meine Einheiten. Okay, alles klar. So, ich glaube, Makedonien könnte dann wirklich die Fraktion sein, mit der ich die Weltherrschaft an mich reiße. Ich werde ehrlich sein. Ich erhoffe mir Münzen als Zeichen eurer guten und anhaltenden Freundschaft. Du hast mir letzte Runde die gebrochen. Also nein. Selber schuld. Ich lass mich nicht verarschen. Hat er den jetzt getötet? Könnte sein. Sah ein bisschen danach aus. Kanuten, was machen die? Hallo? Der hat schon wieder irgendwas mit meiner Armee gemacht. Und ich weiß nicht was. Sollen wir das spielen? Ja, vielleicht dann kann ich euch mal zeigen, wie man mit einer puren Kavallerie Armee spielt. Wobei das jetzt keine allzu großen ich verschieb dich gerade, danke. Nicht allzu große was will ich sagen? Nicht allzu große Schwierigkeit jetzt ist, weil die Einheiten sind nicht ganz so gut. Also wenn er viele Speerkämpfer hätte oder so, dann wäre es interessant, aber so. Naja.
Also, an sich wird es dann so gemacht, dass ich einen schönen Hammer bilde oder zwei schöne Hämmer und einen schönen Amboss. So, also momentan will er das aber nicht akzeptieren. Deswegen, ja, ist es in Ordnung. Also Hammer und Amboss in dem Sinn, dass ich in seinen Rücken gehe mit Einheiten, die dann in eine Keilformation sind. Weil die machen am meisten Schaden dann. Und vorne werde ich angreifen mit Einheiten, die in normaler Position sind. Formation. Aber gerade macht er komische Sachen. So. Da muss man halt immer aufpassen, weil die Kavallerie ist nicht sehr klug. Die ist eigentlich sehr bescheiden. Deswegen muss man immer schauen, dass man schöne raus, rein, wieder raus, wieder rein und so weiter. Damit der Feind sehr schön durchgerüttelt wird. Von allen Seiten quasi immer raus rein und immer schauen, dass man die Taste R konstant aktiviert, weil sonst laufen die und rennen nicht. Also wenn man die normalerweise zum Angreifen drückt, dann sind sie erstmal low und dann ab hier ungefähr fangen sie dann mit den Charge an. Und wenn man nur Kavallerieeinheiten hat, dann ist es zu wenig. Dann ist es halt zu langsam. Also man muss halt schauen, dass es sehr schnell passiert alles. Genau. Die beiden Einheiten waren relativ weit vorne unterwegs und deswegen, ja. Also wie gesagt, bei Kavallerie immer schauen, dass ihr die konstanten Sturmangriffsboni aktiviert habt. Und genau, die Pferde sind ja allgemein. Warte. Ja, ich bin gerade nicht dran, deswegen kann ich es euch gerade nicht zeigen. Aber Kavallerieeinheiten sind ja allgemein gut im Angriff, aber schlecht in anhaltenden Gefechten. Deswegen immer rein und dann ein bisschen kämpfen lassen und sofort wieder raus. Genau. Und jetzt, der fängt jetzt an zu plündern, diese. Politische Intrige. Erwachsene und kehrt mit seinem erworbenen Wissen zurück. Rang erhöht. Umsturz. Der Garnison, das ist egal. Fraktion vernichtet. Helveta. Elendsviertel. Dabei habe ich vergessen, das umzubauen. Gut. Dann hole ich mir die da. Sehr schön. Linke Faust hat eine Tradition. Ich liebe Tradition. Das ist super. Ja, ich mache das da wegen der Kavallerieeinheit. Das ist sehr gut. Das passt sehr gut für mich. Dann gehe ich mal hier lang.
So, dann du gehst mal aus dem. Na, der hat hier wieder zugeschlagen. Und hat eine Einheit vernichtet. Dieser Böse. Ja, komm. So, hier hole ich mir jetzt auch mal die Stadt zurück. Der hat die gar nicht erobert, sondern wollte einfach nur Stress machen oder was? Also ja, wahrscheinlich. So, du bleibst mal hier sogar. Ja, du bleibst hier wegen Saba. Weil die, denen traue ich gerade nicht mehr so. Thessalische Kavallerie. Ich wollte gerade, hä? Warte mal, wen habe ich denn da verloren? Ich glaube, Kavallerie habe ich da verloren. Könnte auf jeden Fall sein. So. Alexanders Fuß ist fertig. Klingt das seltsam. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Da war jemand an der Tür. Und ich habe gerade... Also ich mache ja gerade eine fette Aufnahmesession. Gerade ist der 3. Mai. Und ja, ich habe eigentlich das erste Video, also das erste Let's Play angeschaut und wegen den Ton und so weiter und hatte alles gepasst. Und was mir nicht aufgefallen ist, ist die Quali von der Aufnahme. Also das Problem ist, dass ich, wenn ich streame, muss ich auf 720p aufnehmen. Und wenn ich aufnehme, also Let's Plays aufnehme, kann ich auf 1080p aufnehmen. Tja, ich habe jetzt halt vergessen, das auf 1080p wieder umzustellen. Naja. Und jetzt, das ist halt sehr nervig jetzt. Weil jetzt sind halt die ganzen Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind halt jetzt wirklich in, 720p und das ist halt kacke. Das ist halt richtig mega kacke. Sorry dafür. Ja. Vor allem, ich habe es hier extra fett draufgeschrieben, also auf dem Paper. Damit ich es nicht vergesse. Aber offensichtlich habe ich es vergessen. Blöd. Hä? Warum sagt er das? Also, dass der so viel vernichtet von mir? Das ist doch nur so eine winzige Armee. Okay, ja, Altgeschworene sind halt krasse Krieger. Aber, naja. So krass auch wieder nicht. Ja, naja, okay, das stimmt nicht. Also das sind halt die stärksten Einheiten von denen. Also dürfen die schon sehr viel austeilen. Das stimmt schon. Gut, so. Ah, das nervt mich gerade richtig, dass mit der Auflösung. Weil jetzt ist es halt nicht mehr HD, sondern nur noch so meh. Naja. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Vor allem, ich find's halt merkwürdig, weil ich davor wegen dem Sound halt geschaut habe. Also ich habe normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich die Aufnahmen irgendwie so zwei Minuten lang spiele und dann, also nicht zwei Minuten, sondern eine Minute lang durchlaufen lasse und dann beenden und dann
raustappen und schauen, ob die Aufnahme passt. Und normalerweise mache ich das nicht, aber dieses Mal habe ich es gemacht. Aber so Aufnahme, also die Qualität habe ich nicht überprüft, so ungefähr. Was halt sehr interessant ist. Oh Mann, blöd. Okay. Naja, das kommt leider vor. Und ja. Warte, der geht jetzt einfach in die Stadt rein und vergnügt sich da irgendwie, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen. Ja, der hat seine Armee rausgetan, deswegen können wir das jetzt automatisch machen. Wenn die Armee noch drin gewesen wäre, dann hätte ich es noch gezeigt, weil dann wäre es ja interessant gewesen. Aber so jetzt ist es ja easy. Also es wäre halt mega interessant gewesen, weil es halt wirklich eine Seeschlacht gewesen wäre. Plus plus eine normale Schlacht, sag ich mal. Knapper Sieg. Ich mach mal so, weil die Generäle dürfen ja sterben, weil sie ja nicht meine sind. Aber jetzt habe ich aus Versehen einen von mir. Naja, okay. Ich mach mal schnell auf 20. Warte, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay. Das darf ich machen. So. Den habe ich gerade reingehauen. Dann Philosoph. Alles gut. Und jetzt 23. Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Also jetzt haben wir hier viel wieder erobert. Das da haben wir wieder erobert. Hier oben sind wir sehr weit gekommen und hier, ja, mussten halt einfach die Armeen wieder vor Ort kommen. Und das dann wieder, ja, um das wieder zu befrieden, sag ich mal. So, ja, die muss ich jetzt auch mal ein bisschen. Die Liebe zum Gold weckt das Böse. Ja, jetzt auf einmal, ne? Jetzt, nee. Die waren die nicht schon mal meine mein Klientel? Die waren doch schon mal mein Klientel. Oder nur meine Verbündeten? Nee, die waren mein Klientel, bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall werden wir die jetzt vernichten. Ich meine einfach so von nichts aus mich angreifen, das geht mal gar nicht. Hallo! Oh, der Arme. Ja, aber naja. Er hätte nicht mit mir anfangen sollen zu streiten. Ganz einfach. Ich will sehen, was los ist. Naja. So. Aber ich glaube wirklich, wir kommen nicht mehr bis zu Christi Geburt, weil ich glaube, das dauert jetzt noch 5 Runden. Es sei denn, es passiert wieder sowas wie Quitri und alle greifen mich zusammen an. Das war nochmal interessant. Also, aber hat mich nur ein bisschen aufgehalten. So, Rang erhöht, Sabotageversuch, Umsturz, Kind ist gestorben, schon wieder, Kind ist geboren, okay.
Guitry ist tot. Natürlicher Tod. Agathe erholt. So. Das Ding war halt, dass die Nasamonen mich sehr weit zurückgedrängt haben. Und Guitry hat sehr schön ausgeteilt. Und dann die da. Und dann die da auch noch. Also, und das hat mich dann insgesamt ziemlich zurückgeschlagen. Zurückgeschlagen, zurückgedrängt. Warte, ich gehe mit denen mal hier hoch. Warte. Wobei, ich warte noch mal eine Runde, damit die komplett heil sind. Oh, warte. Nee, das schafft die Armee nicht alleine. So, das schafft sie alleine. Das ist halt, wie gesagt, der Nachteil von einer Kavallerie-Armee. Die kann halt wirklich nicht alles machen. Also, Hinterhalt. Nice. Da kann ich auch automatisch. Also, an sich, Hinterhalte spiele ich gerne, aber der hat ja nichts. Also, das ist eine ziemlich einfache Schlacht sogar. Automatisch und Schutzstellung, damit die Kavallerie nicht chargt. Da muss man immer aufpassen, dass die, wenn man automatische Schlacht, eine automatische Schlacht schlägt, dass man dann, wenn man halbtote Kavallerie hat, dass man nicht ausgeglichen oder vor allen Dingen nicht aggressiv reingeht. Das darf man auf keinen Fall. Nee. Tempel habe ich ja schon. Dann mache ich das da. So, dann Richtung Ägypten wieder. Ich glaube, mit dem Rand der Welt gehe ich jetzt weiter nach Osten. Und, wer sind die? Darius Untergang geht weiter nach Süden. Ja. Es sind halt ja jetzt sehr, sehr einfache. Also, die Einheiten von denen sind halt richtig. Also, das sind halt die Anfangseinheiten. Deswegen würde ich hier jetzt auch einfach automatisch machen. Weil, ja, das sind einfache Schlachten. Einfaches Abschlachten. Das klingt ja wieder sehr, sehr schön politisch korrekt. So. Gut, die erste Schlacht. Super vom Fuß. Achilles Fuß. Nee, Alexanders Fuß. Von einem, der sau alt ist schon. Gut, ja. 22. Und hier ist schon wieder relativ schön aufgeräumt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und sorry nochmal wegen der Quali der vorherigen Aufnahmen. Ja, das ist, ja, ich dachte, ich hätte es gemacht, aber naja. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.